Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, da bin ich wieder. Heute zocken wir Last Action Hero am NES. Mal schauen, was das Game so hergibt. Wie so oft kenne ich das Game noch nicht und lerne es zusammen mit euch kennen. Hopp, hopp, rein mit euch. So, da, ja, da wird die Geschichte wohl nachbesprochen. Ich erwarte von dem Spiel nicht allzu viel, es ist ein Lizenztitel, er ist von Sony. Mal schauen. Okay, kommen jetzt unendlich viele Gegner oder hört das auch irgendwann mal auf? Ich glaube, es kommen unendlich viele. Ich kann mit B hüpfen. Okay, mit B hüpfen ist irgendwie ungewöhnlich. Ich kann schlagen, ich kann mich ducken und schlagen. Ich glaube, ich muss da einfach weitergehen, weil das passiert sonst hier nichts einfach. Batz, batz. Naja, die Steuerung ist so mittel. Grafik finde ich ganz gut. Okay, ja klar, ich bin einfach in zu viele Gegner reingelaufen. Ich muss da ein bisschen taktischer vorgehen. Okay, Bombe am Kopf bekommen. Nicht so taktisch korrekt. Ah. Und auf das auf die Schnauze. Alle Gegner schauen gleich aus. Naja. Habe ich auch schon schöner gesehen. Na, schieß doch. Wir gehen hier einfach hüpfend fort. Da hoffen, dass ich dann weniger Treffer einstecke. Alter, die Grafik wiederholt sich schon hart oft. Ja, ja, ich weiß, Speicherplatz war am Angelware, aber... Come on. Deswegen das zum Einsammeln. Ein Herz soll. Ich glaube, hier gibt es einen Endboss. Ja, das ist der Endboss. Aber ich kann nicht wirklich viel machen, außer hauen. Ich hau einfach drauf, was das Zeug hergibt. Was soll ich sonst machen? Okay, ich habe umgehauen. Und jetzt? Mhm. Okay. Der hat schießt und kriegt das auf die Schnauze von mir. Okay, das ist erst der Endboss, okay. Schauen wir mal, ob das so reicht. Continuo. Ja, her mit dem Continuo. Ducken und hauen, mal schauen, ob die Strategie aufgeht. Schaut schlecht aus. Oder geht's? Come on. Hat funktioniert. Ja, meine diese Pixel-Standbilder mit Text. Na, hat man alles schon mal besser auch gesehen. Das Gameplay nicht so Banane wäre. Geh weg. Warum schießt er mir jetzt mit Pfeil und Bogen auf mich? Hör auf, hier abzuschießen. Und warum haben die eine Ritterrüstung an? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Ah, Mann. Okay, ich muss jetzt mal in eine Richtung weitergehen, sonst kommt er wieder unendlich. Ich tippe mal auf rechts. Nein, rechts ist es nicht. Okay. Kann ich da reingehen in sowas? Nein. Ich muss auch links weitergehen. Okay, wer kann denn damit rechnen, dass es hier nach links weitergeht? So, und... Gott, ist das öde. Ah, da kann ich raufgehen, okay. So, alle verbrügeln hier. Ein paar Herzeln habe ich noch. Bis zum nächsten Container. Tür aufmachen. Cool. Geht auch. Bogenschützen.
Oder ich glaube, es ist eine Schützin. Weiß ich nicht. Reine Spekulation. Oh nein! Das war das Ende. Jetzt habe ich kein Continuum mehr. Jetzt bin ich am Ende. Ich habe das in 5 Minuten gespielt und ich mag schon aufhören. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Das Gameplay ist einfach Schrott. Es ist einfach Schrott. Kein Budget da hier für ein gescheites Gameplay. Haben sich gedacht, jetzt weiße Grafiken machen, das ist vollkommen ausreichend. Jetzt leitet mein Handy. Habe aber nicht unbedingt Lust zum Abheben. Ja, ich muss abheben, sorry. Ist es was Dringendes oder kann ich zurückrufen? Hat schon aufgelegt. Auch gut. Gut. Bleibt alles drin, Leute. Bleibt alles drinnen. Hier wird nichts rausgeschnitten. Hab ich was versäumt hier? Ich glaube nicht. Was, wenn ich hier von vorne beginnen muss, ist echt. Echt doof. Kann ich die da hinten eigentlich irgendwie... Ah, ich kann... Quatsche mit Fuß machen. Wenn ich wieder rumdrücke. A und B gleichzeitig. A und B. B und A. Ich habe es noch nicht rausgefunden, wie ich die Fußwatsche mache. Wie geht Fußwatsche? Fußwatsche, wie gehst du? Ah, rauf und B. Rauf und B ist Fußwatsche. Okay. Das hätten wir. Ist natürlich. Wie soll ich denn da drauf kommen? Okay, das ist natürlich viel besser, Fußwatsche. Watsche mit Fuß und ohne Schub. Aber die kann ich da hinten trotzdem da nicht wegkicken. Vor allem, das sind Gegner, die kann man einfach nicht töten. Das ist doch Blödsinn. Wer lässt sich denn sowas einfallen? Das ist doch kein Spaß. Muss doch irgendjemand die Möglichkeit geben, wie man die platt machen kann. Continue. Nein. Das ist einfach furchtbar, dieses Spiel. Ich brauche keine 10 Minuten, um rauszufinden, dass das Spiel Schrott ist hier. Es ist von Sony, es ist ein Lizenztitel und es ist leider Müll. Schade. Ich hab's befürchtet. Meine Befürchtungen sind leider wahr geworden. Was soll ich euch sagen? Lizenzmüll. Wie es im Duden steht. Keine Ahnung. Da drüben könnt ihr jedenfalls bessere Games sehen. Da unten könnt ihr abonnieren, da bekommt ihr jeden Tag ein neues NES wieder in euer Postfach. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch und haut was in die Kommentare. Haut was in die Kommentare, wie furchtbar schlecht das ist. Jede Beschimpfung dieses Games ist hier erlaubt. Ich schimpfe ja nicht beim Zocken, aber ihr könnt euch gerne in den Kommentaren ein bisschen über dieses Game auslassen. Es ist wirklich furchtbar. Sollte man nicht spielen, nicht in NES-Schacht einlegen. Schade um die Zeit, da gibt es Besseres. Gut, Leute, bis morgen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.